Der neue Port Charlotte hat bei mir Einzug gefunden. Ähnlich ist er da aus der neuen Cast Exploration Serie, der PAC. Der PAC, genau so ist es. Ja, diesmal wieder mit Rotwein. Ich bin gespannt. Die Vorgänger waren ein Traum. Der OEC war für mich letztes Jahr auf jeden Fall ein Highlight und ich bin gespannt, ob er ihm das Wasser reichen kann. Los geht's. Schön, dass ihr dabei seid. Herzlich willkommen bei Whisky Violence. Es freut mich sehr. Heute der neue Port Charlotte Pack, der PAC01 von 2011 bis 2020 mit 8 Jahren und 56,1%. Ja, jedes Jahr bringt Port Charlotte praktisch die Cask Exploration Serie raus. Das ist eine Serie, wo im Endeffekt Whisky halt eben, sagt man, immer ein bisschen, ja, aus verschiedenen bestimmten Fässern halt eben kommt halt eben und man guckt halt eben, dass man schon was Bestimmtes, sag ich mal, rausbringt, sag ich mal, was ist nicht so alttypisch oder allgegenwärtig ist halt eben, sag ich mal auch. Und immer spannend, immer sehr, sehr gut, auch meistens von der Qualität. Letztes Jahr kam der OLC raus mit, ja, auch 95 Euro halt eben, wo dieser sich auch preislich bewegt. Der war ein Jahr älter und hatte einen Oloroso-Finish. Diesmal wieder, ja, wie soll es anders sein, typisch Brugletti-mäßig. Mit Weinfässern eben wieder eben hier, damit spielen sie sehr gerne. Von der Zusammensetzung her, mal kurz vorweg, alles ein bisschen runtergebrochen, weil es ist halt immer sehr, sehr viel, wenn ich das erzähle. Ganz einfach eigentlich. Im Endeffekt haben wir hier 6 Jahre aus amerikanischer Weißeiche und 2 Jahre Finish in First Fill Pauillac, Rotweinfässern aus französischen Rotweinfässern und dann noch das Ganze nochmal ein zweiter Part mit 7 Jahren aus amerikanischer Weißeiche Reifung und 2 Jahren Refill. Pauillac-Rotweinfässer. Ja, bin gespannt. Also wie gesagt, verspricht immer sehr, sehr viel. Port Charlotte bringt eigentlich immer qualitativ sehr, sehr hochwertige Sachen raus, auch wenn das Alter natürlich dementsprechend ziemlich niedrig ist. Ich kann da absolut nicht meckern. Der letzte, der OLC, war wirklich für mich einer der Highlights letztes Jahr im rauchigen Bereich. Und deswegen bin ich wirklich gespannt, ob der heute noch anders was erreichen kann. Ich habe mich schon mal eingeschenkt. Wie gesagt, hier mit 56,1% denke ich mal, ich habe ihn gerade frisch aufgemacht. Sollte er schon ordentlich was bieten auch. Auch wenn es nur 8 Jahre sind, wie gesagt, eigentlich sogar 9, zumindest die Hälfte mindestens davon, wird 9 Jahre alt sein. Farblich, ja, sind wir hier bei einem schönen Goldton gelandet. Oder ein dunkler Goldton von mir ist auch noch. Also auf jeden Fall sehr, sehr kräftig. Von den Rotweinfässern, also halt kein Rotweinstich oder dergleichen, dass es rötlich wirkt. Sieht schon mal vielversprechend aus. Ich habe, wie gesagt, ein Jahr drauf gewartet und endlich ist er jetzt hier. Deswegen schauen wir doch gleich mal rein. Ein verhaltener Rauchton, sage ich mal, der mir jetzt gar nicht so stark sofort in die Nase strömt, was jetzt nicht unbedingt schlecht ist. Vielmehr kommt mir gleich so ein bisschen Süße und ein bisschen so ein ganz leicht nussiges Aroma gleich entgegen, so ein bisschen, finde ich. Geht so im Bereich Kirschen und ja, nussig auch so ganz minimal. Also wird es also ein bisschen weniger. Und Kirschen und Orangen würde ich den jetzt erstmal in den Vordergrund stellen. Fast ein bisschen wachsig sogar, würde ich so fast sagen. Ich habe ihn jetzt auch erstmal bestimmt, ja, 5 bis 10 Minuten stehen lassen, halt eben auch. Vielleicht ist der Rauch auch schon etwas verflogen. Alkohol nehme ich so ein bisschen wahr. Also ist nicht ganz komplett eingebunden. Bei 8 Jahren darf alles auch ein Typ auch auf jeden Fall sein. Aber es sind schon die etwas stärkeren, jetzt sag ich mal, Fruchtaromen, die so ein bisschen durchkommen, halt eben auch hier. Kirsche geht schon in den schweren Bereich, sag ich mal, rein, eben hier auch. Das Nussige ist weg. Wachsig, ledrig, halt eben so ein bisschen Tabak halt eben würde ich dazu rein nehmen. Und hier
Der schöne Eilerauch halt eben. Also der ist immer da, aber manchmal vergisst man ihn fast zu erwähnen eben. Also hier gefällt mir wirklich gut. Hat so ein leichtes Zitrusaroma noch ein bisschen mit drin. Bisschen süßer. Ich würde ihm fast sagen, er könnte etwas was vertragen, muss aber nicht. Schwere, erdige Rauchnoten kommen zu langsam durch. Es wird torfiger. Also die 40 ppm versteckt er nicht. Ansonsten natürlich eben hier nochmal, was ich jetzt gar nicht erzählt habe. Klassische Portschale-Flasche. Ich zeige es euch auch gerne nochmal. Das habe ich ein bisschen vergessen eben gerade halt eben. Ist der PAC, wie gesagt, halt eben einfach mal Zusammensetzung halt eben natürlich hier aus dem Finish halt immer heraus. Deswegen die Namensgebung, wie gesagt, ULC, MRC, MC, ich weiß gar nicht, was es alles gab. Also auf jeden Fall eine ganze Breite halt eben, was da schon rauskam. Aber ein herrlicher, süßer, nicht so extrem komplexer Rauch halt eben auch. Ich finde hier dieses Rotwein-Finish, wenn ich es mal runterbreche, halt eben ganz einfach gesprochen, kommt schon durch, aber es ist so an der Oberfläche so ein bisschen halt eben. Also vielleicht doch lieber ein bisschen mehr Fürstfeldportschale, ich weiß es nicht, aber jetzt hier von der Nase muss ich sagen, packt er mich auf jeden Fall noch nicht so wie der ULC. Rotwein-Assoziationen kommen jetzt immer mehr durch. Also es wird stärker und stärker, finde ich jetzt ein bisschen. Muss ich schon sagen. Aber auch nicht allzu stark. Also es ist schon so eine schöne Harmonie aus, finde ich, also wo man sagt, okay, es ist gut verbunden und eben war das halt eben. Das ist ja immer ein bisschen diese Cask Exploration Serie, wo man sagt, okay, man hat immer bestimmte Anteile und verbindet das alles eben ineinander und schaut dann eben, was mal rauskommt dabei. Ich muss auch mal probieren, denke ich mal. Slancha. Malziger Grundton. Rotwein sticht nur so ein bisschen hervor. Jetzt eine schöne Süße im Abgang. Und stärker und stärker. Gepaart natürlich mit diesem Torfig im Rauch. Ehrlich torfig. Ein bisschen Moor. Ne? Popocciale. Lagerfeuerrauch. So klingt das schön aus. Und Süße verbleibt ein bisschen. Klingt so ganz smooth eigentlich außerdem. Er ist mir, würde ich sagen, ich habe es, also ich merke, dass da noch ein bisschen was am Alter irgendwie fehlt. Die Komplexität kommt nicht so richtig durch. Ich mache so ein bisschen Wasser rein. Schöne Abfüllung. Rotwein verbleibt jetzt, finde ich, so ein bisschen. Ich mache wirklich nur so ein bisschen rein, weil eigentlich würde ich sagen, Wasser braucht man nicht unbedingt. Man kann ihn wunderbar so trinken, denn Alkohol ist schon sehr, sehr gut eingebunden. 56,1%. Das ist doch eigentlich so noch so eine Trinkstärke, wo ich sage, da muss man nicht verdünnen. Alles über 57, da gehe ich meistens schon immer mit Wasser dran. Torfrauch kommt natürlich jetzt noch krasser durch. Und die fruchtigen Aromen gehen so mehr in den Hintergrund halt eben vom Rotwein so ein bisschen. Er wird süßer, bisschen voller halt eben sogar. Also Wasser hat ihm jetzt anscheinend geholfen. Oh ja, besser. Definitiv besser, muss ich echt sagen. Gefällt mir wirklich jetzt auf Anhieb sofort besser. Er braucht so einen kurzen Moment, glaube ich, um sich ein bisschen zu entfalten. Oh ja. Also wird definitiv ein bisschen süßer, ein bisschen fruchtiger halt eben dadurch. Auch nicht zu viel. Der Torf sticht ein bisschen mehr hervor. Probier nochmal. Aber cremiger und komplexer. Ich habe viel mehr. Doch, gibt mehr mit diesem Kirschbrei wieder rein, aber ein bisschen Orangenzeste. Der Torf ist ein bisschen dreckiger.
Wasser hilft ihm schon ein bisschen. Man müsste es nicht tun. Also ich finde, er ist charakterstark, so wie er ist. Super. Aber spannend auch noch ein bisschen das aufzuschlüsseln halt eben. Also was ein bisschen so Nelkenbereich. Ja, wird würziger. Vielleicht ein bisschen weißer Pfeffer sogar. Was am Ende verbleibt so. Ah, hier kommt schön durch. Beides gut. Beides ganz lecker. Aber im Gegensatz zum letzten muss ich sagen, es ist zwar nur aus meiner Erinnerung hier raus. Ich hatte den, sag's das letzte Mal vor ungefähr 2 Monaten. War der ULC doch eine ganz schöne Wucht und eine ganz schöne Macht. Da kommt der Licht ran. Ich mag sehr gerne Whiskys mit raurigen und Rotwein, finde ich eigentlich eine super geile Mischung. Aber hier, sag ich mal so, ist er seinen Preis wert. Aber wenn ihr könnt und ihr habt den ULC noch nicht probiert, greift lieber zum ULC. Wäre jetzt meine persönliche Empfehlung eben hier. Ich finde ihn nicht schlecht. Und für das Geld für 95 Euro, auch wenn er sehr, 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 sehr jung ist, mit 8 Jahren, muss man ja auch so sagen, kann man das machen. Pauschal hat wirklich eine sehr, sehr gute Fassauswahl. Hier finde ich das eigentlich gar nicht so speziell. Wahrscheinlich ist es eben diese Projektfässer, halt eben diese Rotweinfässer, die dann eben doch ein bisschen teurer sind. So gehe ich mal von aus. Aber er kommt echt nicht ran an der OLC, muss ich wirklich sagen. Deswegen bin ich jetzt nicht enttäuscht. Aber auch nicht begeistert von dem Neuen. Das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.